Wenn ich neue Menschen kennenlerne oder Menschen sich überlegen, mit mir zusammenzuarbeiten als Coach, kommt immer wieder die Frage, Tobi, warum machst du das eigentlich? Warum glaubst du, dass du mich jetzt coachen kannst? Völlig legitime Frage. Und wie jedes Warum, liegt auch mein Warum in meiner persönlichen Geschichte begründet. Das, was ich über die letzten Jahre und Jahrzehnte erlebt habe, die Crashes, die Entwicklungen, die ich durchgemacht habe, die mich letztendlich jetzt dahin geführt haben, wo ich heute stehe. Und auf dem Label von außen drauf, was ich gerade mache, ist, dass ich Selbstständigen helfe, ihr Business aufzubauen und sich persönlich zu transformieren. Und ganz ehrlich, dieser persönliche Transformationsgedanke, Persönlichkeitsentwicklung, das ist das, worum es mir wirklich geht. Ich möchte dir helfen, dich zu entwickeln. Ich möchte dir helfen, dass du weiterkommst, dass du größer denkst, dass du deine Selbstsabotage, dein limitiertes Denken überwindest. Und das hat einen Grund, warum mir das so wichtig ist. Ich bin nicht als selbstbewusster Coach auf die Welt gekommen. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich erinnere mich an meine Schulzeit, wo ich über Jahre gemobbt worden bin, wo es mir so dreckig ging teilweise, dass ich jeden Morgen mit Bauchkrämpfen und einem ganz, ganz flauen Gefühl in die Schule gegangen bin, weil ich wusste, dass ich da jetzt wieder ausgelacht werden würde. Dass ich da wieder Leute über meine Segelohren und mein Verhalten und meine Pickel und alles das, was ich sonst noch so war, sich drüber lustig machen. Ich bin aufgewachsen in einer sehr strengen, religiösen, christlichen Gemeinschaft. Und auch da habe ich immer wieder so einen Spiegel vorgehalten bekommen, dass ich ein Sünder bin, dass ich nicht gut genug bin, dass egal was ich mache als Mensch, ohne Gott, das alles nichts wert ist. Und was bei mir dabei hängen geblieben ist, ist ein ganz tiefes Bewusstsein von, ich bin nichts wert. Ich bin klein, ich bin unwichtig. Und das hat sich über die ganzen Jahre, über meine ganzen letzten Jahre hinweg zugespitzt. Das hat sich so entwickelt, dass ich wirklich nicht viel von mir gehalten habe. Dass mein Selbstbewusstsein und meine Selbstidentität ganz im Keller war. Zugespitzt hat sich das, nachdem ich habe erst eine Ausbildung gemacht zum Rettungssanitäter, habe da so meine helfende Art gefunden, dass ich gerne Menschen auch in Notsituationen begleiten möchte. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Gesundheits- und Krankenpfleger, wo ich noch intensiver und auch langfristiger mit Patienten im Krankenhaus zusammenarbeiten konnte. Und das hat mich zwar alles nicht so hundertprozentig erfüllt, weil ich schon das Gespür hatte, boah, da geht noch mehr, ich will noch mehr, ich will noch größere Sachen. Aber ich habe da richtig Erfüllung gefunden und zwar hauptsächlich dadurch, dass ich, wenn ich in ein Krankenzimmer reinkam mit drei Patienten, denen es alle natürlich nicht so gut ging, ich es geschafft habe, dass die Menschen sich besser fühlen, dass die Menschen angefangen haben zu lachen und am Ende auch das Feedback kam so, oh, uns geht's besser, weil du in meinem Zimmer warst. Ich kriege gerade eine Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Das ist was ganz, ganz Tolles, was ich in der Ausbildung und in dem Job als Gesundheits- und Krankenpfleger gelernt habe. Danach sind meine Frau und ich ins Ausland ausgewandert für 3 Jahre. Wir haben da in einem christlichen Entwicklungsprojekt gearbeitet und da ist für mich das Fass meiner Selbstzweifel und meines kleinen Denkens und meines limitierten Denkens komplett zum Überlaufen gekommen. Nach 2 Jahren, und du musst dir das vorstellen, auf den Philippinen, das ist eine komplett andere Kultur. Das ist nicht nur das Aussehen und die Sprache der Leute, sondern auch die Denkweise, die Verhaltensweisen. Da gibt es riesig große Unterschiede zu dem, was ich kulturell aus Deutschland gewohnt war. Und die Arbeit vor Ort, die war sehr herausfordernd. Die Situation in unserem Team war sehr herausfordernd. Und das hat alles letztendlich dazu geführt, dass ich nach 2 Jahren auf den Philippinen in so ein richtiges Loch, in so eine richtige Depression gerutscht bin. Ich hatte vorher schon immer mal wieder depressive Phasen. Ich meine, du kannst dir das vorstellen, wenn du in der Schule über Jahre gemobbt worden bist und immer wieder enttäuscht wirst von Situationen. Es gibt ein paar Situationen, wo ich mir Hoffnungen gemacht habe, eine Freundin zu gewinnen zum Beispiel, eine Freundin zu haben. Und ich da immer wieder enttäuscht worden bin. Und ich war das gewohnt, immer mal wieder depressive Phasen zu haben. Ich hatte sogar mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich mir selber Zigaretten auf den Händen ausgebrannt habe und so ein Kram, weil ich selber was fühlen wollte, weil ich selber so tief innerlich verletzt war. Aber auf den Philippinen ist dieses Fass so richtig zum Überlaufen gekommen. Und 6 Monate lang wollte ich gar nicht aus meinem Raum raus. Wir sind von dem Land, wo wir gewohnt haben, sehr, sehr ländlich, sehr, sehr arm, sind wir umgezogen in die Hauptstadt. Und wir hatten da ein kleines Apartment und für 6 Monate habe ich dieses Apartment kaum verlassen. Ich lag größtenteils irgendwie auf dem Boden oder auf einer Couch oder im Bett rum, habe Netflix-Filme geguckt und ich habe mich selber nicht mehr wiedererkannt. Mir ging es richtig scheiße. Nach knapp 6 Monaten hat mir jemand nochmal so einen Spiegel vorgehalten, ein guter Freund, und hat mir gezeigt, Tobi, du bist gerade nicht so, wie ich dich kenne. Du bist gerade wahrscheinlich noch nicht mal so, wie du dich selber kennst. Was ist da los? Was ist los mit dir? Und in diesem Kontrast habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, Tobi, es kann so einfach nicht weitergehen. Es kann, es,
es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache Schluss oder ich ändere was. Und zwar was Signifikantes. Und da habe ich zwei Sachen gemacht. Das eine ist, ich habe angefangen, mir motivierende Inhalte auf YouTube reinzuziehen, die dazu geführt haben, dass ich Sport gemacht habe und kleine Erfolgserlebnisse sammeln konnte. Jeden Morgen, wenn ich die Runde Joggen absolviert hatte, ich kleine Momente hatte, wo ich mich wieder gut gefühlt habe. Und das zweite ist, ich habe mir einen Coach gesucht, einen Mentor, jemanden, der mir helfen kann, diese Phase zu überwinden. Zum Glück gab es einen sehr, sehr guten Coach und Therapeuten auf den Philippinen, der mir empfohlen worden ist. Und ich bin für eine Woche darunter geflogen, war auf einer anderen Insel. Und der hat mit mir zum ersten Mal wirklich an dem gearbeitet, was in mir vorging. Und ich habe erwartet, dass er mit mir über Stress spricht und warum das jetzt hier auf den Philippinen alles so stressig war, dass ich jetzt in so eine depressive Phase gerutscht bin. Und er hat mir klargemacht, nee, Tobi, das Einzige, was dieser Stress gemacht hat, ist, dass er dir diese Schutzmechanismen, die wir alle haben, die wir alle auch gut aufrechterhalten können, dass dir diese Schutzmechanismen abhanden gekommen sind. Und plötzlich dieser ganze Stress, diese ganze Unsicherheit, diese ganze Frage, wer bin ich eigentlich, ganz tief innen drin, dass das alles nach außen gebrochen ist. Und ich in einer richtig tiefen Sinnkrise war. Dieser Coach, und ich bin bis heute unheimlich dankbar dafür, hat zum ersten Mal mir gezeigt, was Glaubenssätze eigentlich sind und was sie mit mir machen, wie ich mit mir selber rede und was ich verändern kann an meiner ganzen Wahrnehmung von mir selber und wie ich mit mir rede, um mich wieder nach vorne zu entwickeln, um wieder Perspektiven zu haben, um die Welt wieder mit Farben wahrzunehmen und nicht alles so schwarz-weiß und grau, wie ich es bis dahin erlebt habe in den letzten 6 Monaten. Und ich kam nach dieser Woche zurück. Und alles hat sich für mich verändert. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen. Ich habe wieder einen positiven Ausblick auf das Leben gehabt. Ich habe Gefallen daran gefunden, mich selber weiterzuentwickeln und mir gute Inhalte reinzuziehen und Erfolgserlebnisse zu sammeln, mir wieder ein gutes Hobby zu suchen. Und dank diesem Mentor hat sich alles verändert. Und wenn ich jetzt zurückgucke auf meine letzten Jahre Selbstständigkeit und Coaching, war das für mich der Dreh- und Angelpunkt, jemanden zu haben, einen Mentor zu haben, einen Coach zu haben, der mich hinterfragt und mir Hilfsmittel an den Weg gibt, mich zu entwickeln. Eine weitere Sache, die dann in den nächsten Monaten auf den Philippinen passiert ist, ist, dass ich sehr stark konfrontiert war mit Armut, mit echter, bettelnder Armut. Auch etwas, was ich vorher noch nie so erlebt habe. Auf den Philippinen habe ich Leute kennengelernt, die morgens nicht wussten, was sie mittags zu essen haben. Und Teil von dem Projekt, wo wir gearbeitet haben, war es auch, Menschen zu helfen, diese Situation zu ändern. Es gab Möglichkeiten mit Business-Krediten und Schulungen und so Leuten zu helfen, eigenes Business aufzubauen und in der Lage zu sein, die Kinder so zur Schule zu schicken und genug Geld zu verdienen für die Familie. Und immer wieder sind diese Leute zurückgefallen in Armut. Immer wieder haben diese Maßnahmen nicht gegriffen. Und ich habe angefangen, mich zu fragen, warum klappt das nicht? Warum ist es anscheinend so schwer, wirklich was zu verändern? Und in dem Moment, weil ich war ja jetzt schon in der Persönlichkeitsentwicklung drin. Ich habe angefangen, mich mit mir selber und mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und als ich an dem Punkt war, kam mir so die Idee, Tobi, wenn du jetzt nach Hause gehst, nach Deutschland wieder zurück, und du würdest ein Business aufbauen, eine Selbstständigkeit aufbauen, und du würdest es schaffen, innerhalb von ein paar Jahren Millionär zu werden, du würdest dir ein Business aufbauen können, was dich finanziell unabhängig macht, dann wirst du dieselben Entwicklungsschritte durchmachen, vom Mindset her, vom Denken her, wie wenn ein Slumbewohner auf den Philippinen anfängt, sich irgendwas aufzubauen, um seine Familie zu ernähren. Und das hat mich begeistert. Das hat mich begeistert, dass ich was lernen kann, was und mich selber so stark entwickeln kann, dass ich mit diesen Lernerfahrungen vielleicht eines Tages wieder auf die Philippinen oder irgendwo anders hin zurückgehen kann, um Leuten zu helfen, wirklich was zu verändern, nachhaltig was zu verändern. Also, zurück in Deutschland, gesagt, getan, ich habe angefangen, mir nebenberuflich eine Selbstständigkeit aufzubauen. Und weil ich auf den Philippinen angefangen hatte, so als Hobby, einen YouTube-Kanal zu machen und Reisevlogs zu machen und Videos zu schneiden, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat, war mein erstes Business, Videos zu erstellen, Content zu erstellen für Social Media, für andere Unternehmen. Und man nimmt sich ja immer selbst überall hin mit. Ja, also wenn du glaubst, dass du durch einen einfachen Umzug oder durch Auswandern oder so deine Lebensumstände drastisch verändern kannst, ist es nicht wahr, weil du nimmst dich und deine Schatten und deine Probleme überall hin mit. Und ich habe angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, aber ich war immer noch der alte Tobi. Diese ganzen Selbstzweifel, diese ganzen Sorgen, diese ganzen Ängste, diese ganzen ich bin nicht genug und ich kann nicht und ich bin zu klein und ich bin böse oder sowas, diese ganzen Glaubenssätze waren immer noch da, obwohl ich angefangen habe, daran zu arbeiten. Und deswegen kam es, wie es kommen musste. Meine erste Selbstständigkeit hat nicht dazu geführt, dass ich innerhalb von einem halben Jahr Millionär war.
Ich habe mich die ganze Zeit selber sabotiert. Ich bin immer wieder mit viel Enthusiasmus nach vorne gegangen und habe dann aber nicht durchgezogen. Ich habe immer wieder große Ideen gehabt, sie dann aber nicht umgesetzt. Und auch an diesem Punkt kam wieder ein Mentor und ein Coach in mein Leben, der mir gezeigt hat, wie man Kunden gewinnt, wie man die Angst überwindet, Leute anzusprechen, wie man ein Business auch strukturiert aufbauen kann. Und das hat für mich wieder einen riesigen großen Unterschied gemacht in meinem eigenen Business. Ich habe angefangen, Geld zu verdienen. Eigenes Geld. Ich, mein Business. Und ich habe angefangen, an meinen Glaubenssätzen noch tiefer zu arbeiten. Und um für mich so ein Framework zu schaffen, also so einen Rahmen zu schaffen, in dem ich mich persönlich weiterentwickeln kann, habe ich angefangen, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Das war alles in der ersten Zeit meiner Selbstständigkeit. Und mit der Coaching-Ausbildung hatte ich gar nicht das Ziel, groß Leuten zu helfen oder andere Menschen zu coachen. Ich wollte mich weiterentwickeln, weil ich erkannt habe, dass ich der größte Hebel bin für meinen Erfolg. Dass ich an meinem Mindset arbeiten muss, wenn ich erfolgreich sein will. Und in dieser Coaching-Ausbildung habe ich entdeckt, dass Coach sein überhaupt erst ein Beruf ist. Und wie erfüllend es ist, anderen Menschen zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Als Folge dessen, ich war immer noch in meiner Selbstständigkeit als Content Creator und als Medienagentur. In dem Zuge habe ich angefangen, meine ersten Masterminds zu geben, Menschen einzuladen, über Persönlichkeitsentwicklung zu reden und habe mein erstes Programm gemacht. Das hat mir so viel Spaß gemacht, so viel Bock gemacht und ich habe so viel Veränderung gesehen in den Leuten. Die meisten davon waren meine Freunde und Bekannten und trotzdem haben diese Sätze, diese Inhalte, die wir besprochen haben, so viel Veränderung angestoßen, dass ich war gehuckt. Mein Wunsch und mein Gedanke war es, jetzt in diesem Bereich eine Selbstständigkeit anzufangen. Und auch da kam wieder eine Person in meinem Leben, die mir geholfen hat, das aufzubauen, die Kunden anzusprechen, ein Coaching-Programm zu strukturieren. Im Sommer 2020 hat mich dann mein Coach vor die Herausforderung gestellt, Tobi, du kannst nicht ewig fünfgleisig fahren und alle möglichen Sachen in Betracht ziehen. Entscheide dich für den Weg, der dir am meisten Freude macht, der wirklich dein Herzensanliegen ist. Und ich habe nicht wahnsinnig lange gebraucht, für mich war es ziemlich klar, wo mein Herz für schlägt. Und das ist dieser Bereich Persönlichkeitsentwicklung, meine eigene Entwicklung und die Entwicklung der Leute um mich herum. Die meisten Gespräche, die ich in den letzten Jahren geführt habe, ging genau darum, mit meinen Freunden, mit meiner Frau, mit den Kontakten. Es ging immer darum, sich persönlich weiterzuentwickeln und Ziele zu spinnen, ein Bild zu malen von der Zukunft. Das hat mich richtig begeistert. Also habe ich die Entscheidung getroffen, ich breche alles ab, was ich bis dahin aufgebaut hatte, mein Medienbusiness und die Kunden, die ich bis dahin gewonnen hatte und so weiter und fange ein neues Business an als Coach, wo ich Leuten helfe, sich persönlich zu entwickeln. Und auch da bin ich sehr planlos rein. Ich hatte kein festes Programm, ich hatte keine festen Gedanken, was ich jetzt genau mache. Und da bin ich wieder so unfassbar dankbar, dass ich einen Coach und einen Mentor an meiner Seite hatte, der mir geholfen hat, auch da Klarheit zu finden, da Struktur reinzubringen, Menschen regelmäßig anzusprechen und über meinen Schatten zu springen und auch da wieder meine eigenen mentalen Blockaden aus dem Weg zu räumen, meine Ängste und meine limitierenden Glaubenssätze zu bearbeiten, die mich daran gehindert haben, Leute begeistert auf der Straße anzusprechen und ein Coaching anzubieten, Akquise zu machen, Vertrieb zu machen, alles da, alles, was mich davon abgehalten hat, waren meine eigenen mentalen Blockaden. Und ich habe angefangen, mit Leuten in Kontakt zu kommen, Leuten zu helfen, Kunden zu gewinnen und mir ein geiles Business aufzubauen. Das ist jetzt gerade mal ein bisschen mehr als ein Jahr her bei der Zeit, dass ich hier dieses Video drehe. Und es hat sich so viel verändert und so viel gemacht und ich bin so unfassbar dankbar, dass ich diesen Weg von Persönlichkeitsentwicklung gegangen bin. Dass ich nicht meiner Angst Raum gegeben habe, mich mit meinen eigenen, auch dunklen Themen zu beschäftigen, mich mit den Sachen zu beschäftigen, die immer wieder hochkamen, die so viel Ängste und so viel, ja, Druck ausgelöst haben, sondern ich habe mich dem gestellt und arbeite konstant, immer noch natürlich, immer noch konstant an diesen Themen. Und ich bin unfassbar dankbar, dass ich Coaches hatte, dass ich Mentoren hatte, die mit mir zusammen daran gearbeitet haben und immer noch tun. Und ich weiß mit absoluter Überzeugung, dass ich heute nicht da wäre, wo ich bin und nicht mich so schnell entwickelt hätte, wären da nicht die Menschen gewesen, die mir dabei geholfen haben. Und deswegen kann ich auch mit vollster Überzeugung sagen, dass es dir guttun wird und dass es auch wichtig ist für dich, dass du dir einen Coach suchst und einen Mentor suchst. Und ich möchte dich dabei begleiten und ich möchte dich unterstützen, dass du dich persönlich weiterentwickelst. Dass du auch einen stabilen Selbstwert aufbaust, dass du selbstbewusst wirst, dass du an dem größten Hebel arbeitest, den es in deinem Leben und in deinem Business gibt und das bist du selbst. Ich will dir auch helfen, größer zu denken, größere Pläne zu haben im Kopf und plötzlich zu merken, wie diese Pläne für dich immer logischer, immer greifbarer und immer näher erscheinen und du dann diese Resultate auch in deinem praktischen Leben siehst. Ich will dir helfen, dass du anfängst, eigenes Geld zu verdienen, ein Business aufzubauen. Ich will dir helfen, dass das für dich ein Weg wird von persönlicher Veränderung und Transformation.
dass du am Ende von so einem Prozess, am Ende von einem Jahr, auf dich selber von einem Jahr zurückguckst und dich kaum noch wiedererkennst, weil du dich so verändert hast, so verbessert hast. Ich möchte dir helfen, erfolgreiche Routinen aufzubauen. Auch das kann ich aus meinem eigenen Leben sagen, was sich verändert, wenn du anfängst, regelmäßig Sport zu machen, regelmäßig Tagebuch zu schreiben und Dankbarkeit zu üben und dir deine Ziele immer wieder ins Bewusstsein zu rufen. Was passiert, wenn du deine Energie hochhältst, wenn du den Tag in Fülle lebst? Das möchte ich dir zeigen, ich möchte dir dabei helfen und ich möchte dich unterstützen, dass du die beste Version deiner selbst wirst. Und ich bin selber auf dem Weg, die ganze Zeit zu wachsen und mich zu entwickeln. Und ich sage das nicht als jemand, der jetzt schon überall angekommen wäre und jetzt sagt, jetzt schaut mich an und weil ich so geil bin, möchte ich dich jetzt auch geil machen. Darum geht es mir gar nicht. Ich bin doch die ganze Zeit im Prozess, mich zu entwickeln. Und ich möchte dich dabei unterstützen, schneller und besser voranzukommen und dir die Themen anzugucken, die du dir vielleicht noch gar nicht selber bewusst bist. Dir die Fragen zu stellen, die du dich selber noch nicht gefragt hast. Und ich verspreche dir, dass als Folge von diesem Prozess du dich besser kennenlernst, du dein Business weiterentwickelst und du in einem halben Jahr ganz woanders stehst, als du jetzt stehst. Und ich weiß, dass das ein Prozess ist, der auch Angst macht, der herausfordert. Veränderung ist nicht einfach. Veränderung ist nicht einfach so easy gemacht. Und ich weiß, dass das ein herausfordernder Gedanke ist. Aber genau dabei möchte ich dich unterstützen. Ich möchte dein Umsetzungsbegleiter sein, der dir hilft, Dinge auch in die Tat umzusetzen, der nah an dir und an deinem Alltag dran ist. Und ich möchte dich motivieren und inspirieren, dein Potenzial zu entdecken und immer mehr von deinem Potenzial zu leben. Wenn ich das jetzt anspricht, sowohl meine Geschichte und meine Entwicklung, als auch die letzten Statements, wenn du dich da irgendwo wiedererkennst, dann lass uns mal einen Termin gemeinsam machen. Lass uns gucken, ob und wenn ja, wie ich dir helfen kann, weiterzukommen. Ob du dir schon, vielleicht bist du dir ja schon einiger deiner Blockaden bewusst, du weißt, warum du dich selbst sabotierst, dann lass mich dir helfen, da weiterzukommen. Also trau dich, sei mutig, buch dir einen kostenlosen Beratungstermin. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen und rauszufinden, wie ich dir helfen kann.